Ich habe mal versucht, einen anderen Beruf zu machen, aber es ging nicht. Meine Seele gehörte woanders. Tanzen, tanzen, tanzen. Muhammad Reza Golle Muhammad tanzt, seit er 5 ist. Heute lebt er in Stuttgart, denn in seiner Heimat Iran ist Tanzen seit der Revolution von 1979 verboten. Es steht weder im Koran, weder irgendein islamisches Gesetz, dass Tanzen verboten sein soll. Aber das Regime entscheidet und sagt, Tanzen ist verboten. Und wenn jemand sich in eine Art und Weise bewegt und Tanz nennt, dann ist es die Strafe, ins Gefängnis, gepeitscht. Trotz des Tanzverbots war Muhammad im Iran Schauspieler und Tänzer. Heimlich. Nach einer Demonstration für mehr Freiheit kommt er in Teheran ins Gefängnis. Ich bin dort gefoltert worden, meine vordere Zähne und mein Bein ist gebrochen. Und nach 5 Monaten gegen ein Bußgeld habe ich mich freigekauft. Ihm war klar, im Iran hat er keine Zukunft. Mit gefälschten Papieren gelingt ihm die Flucht nach Deutschland, ein Land, in dem Künstler frei sind. 4 Jahre dauert es, bis er offiziell als Flüchtling anerkannt wird. Rechtsanwältin Gudrun Weckmann-Lautsch hilft ihm dabei, kann seine Abschiebung verhindern. Sie hatte durchgekämpft, dass wir unsere Anerkennung zu bekommen. Und nach unserer Anerkennung ist unser Kontakt enger geworden. Dann durfte ich sie duzen und sagte ich zu ihr, ich liebe sie wirklich wie meine eigene Mutter. Gemeinsam mit seinem Bruder Iman, der vor 3 Jahren in Deutschland Asyl bekam, erinnern sie sich. Manchmal, wenn ich meine Bilder sehe, dann sehe ich so richtig diese Traurigkeit in meinen Augen, wie ich wirklich traurig war, dass alles mir verboten ist. Trotz, dass ich hier Freude hatte, okay, endlich vielleicht eine Hoffnung, dass ich in ein anderes Land irgendeine Art und Weise wieder machen, was ich will, tanzen, Schauspielen. Ja. Seinen Traum vom Tanzen in Freiheit konnte Muhammad Schritt für Schritt realisieren. Heute steht er kurz vor seinem Hochschulabschluss als Tanzpädagoge. Nach der Uni trainiert er mit dem Bruder. Der Tanz, egal was für eine Schmerzen ich habe so viel gelitten. Mein Körper macht manchmal nicht mehr mit. Durch diese Foltern und gebrochenes Bein und so weiter. Aber sobald ich tanze, dann vergesse ich alles. Jeden Samstagabend arbeitet er als Tanzpädagoge und Choreograf mit einer Jugendtheatergruppe, ein Sozialprojekt des Stuttgarter Theaterhauses. Wenn er vorkommt, ihr zieht sie zurück. Nee. Nicht jetzt mitkommen, erst halten. Nicht anfangen zu denken. Danke, Nico. Mit denen zu arbeiten, ist eine Bereicherung für mich. Und denen was zu zeigen und beizubringen, was ich selbst als Kind nicht bekommen hatte und was ich wollte. Und die Möglichkeit gab es nicht. In der Sinne macht mir eine große Freude, mit denen zu arbeiten. Heute, fast 10 Jahre nach der Flucht, hat Muhammad eine neue Freiheit gefunden. Die Zeit im Gefängnis wird er nicht vergessen, aber er darf wieder tanzen. Tanzen ist für mich, wenn eine Mutter sein Kind liebt, dann tut es alles für sein Kind. Und mein Kind, der Tanz, ohne ihn kann ich nicht leben, ohne ihn kann ich nicht atmen.